Susul, und willkommen zurück zu Die Sims 3. Familie Kunterbunt. Und was hast. Und ich wollte gerade die beiden losschicken. Sie geht zur Schule und er zum ersten Mal zur Arbeit. Und zwar arbeitet er als Testobjekt zu einem wissenschaftlichen Institut. Und das ist dein Testoutfit. Junge, bist du Priester oder was? Na, egal. Das ändern wir, wenn du wieder zurück bist. Das geht so nicht. Also da mache ich lieber so ein, keine Ahnung, ein Anzug, aber das. Ja, vom Blitz getroffen auch noch. Naja, was ist das denn? Hallo? Wieso? Sag mal, wieso steht denn der Bus da? Ich frage, sag mal, haben die Angst vor den Kunterbunts? Warum stehen die nie hier vorne, sondern immer da hinten und hier? Schon mal aufgefallen? Creepy. So, heute mal wieder mit Freunden sprechen. Ist immer besser. Du bist neuer Betrieb. Du wirst mal ein bisschen mit anderen Wissenschaftlern fachsimpeln. Der kennt sich ja aus. Ja, ich bin ja schlau, nicht? So. Saki, die Meisterautorin. Sie ist ja auch schon ein Star inzwischen. Verdient, wohlgemerkt. Unsere Gothic Queen. Ich habe so überlegt, wir werden ja diese Familie, ich sag's immer wieder, schon öfter, aber wir werden die ja bald verlassen, und den zweiten Familienstrang hinzufügen. Genau, du, mein Freund, ich habe überlegt, du wirst ein bisschen, ja, wirst einfach ein bisschen rumtüfteln. Somit können wir vielleicht ein bisschen, kann er so ein bisschen erfinden und damit können wir Geld machen, dass er dann das verkauft, während der Albert erstmal beim wissenschaftlichen Institut anfängt. Wieso kannst du nicht fachsimpeln? Ach, geht nicht. Wahrscheinlich war er noch keine Kind. Jedenfalls. Ja, und dann können wir ein bisschen Geld verdienen. Mit Psyche bringt uns eigentlich viel. Die meiste Kohle. Ich meine, wir haben 22.000. Und wir werden auf jeden Fall. Wo sind jetzt. Wo ist. Ach, du hast das Ding ja da. Smaragd, genau. Und wo ist das. Das haben wir verkauft, genau. Das hat uns Kohle gebracht, dieses Simison oder wie das heißt. Marlene hat noch die Kürbisse. Die können wir ja mal schnitzen dann. Und damit schnitzen. Und meine Überlegung war, hier vielleicht ein zweites Zimmer reinzubauen. Also nicht hier, sondern oben. Auf dem Dach. Das einfach rauszureißen und hier so eine Art Arbeitszimmer, also Hobbyraum zu machen. Und oben dann halt noch so ein. Schlafzimmer für Marlene und für die beiden. Entweder einzeln oder so, oder das einfach hochzumachen, damit wir halt ein bisschen mehr Platz haben, Marlene ihr eigenes Zimmer hat und ein bisschen größer ist. Das könnten wir durchaus mal angehen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir haben ja genug Kohle. Das könnte funktionieren. Und wie gesagt, bevor wir das Ganze hier verlassen, wäre es nicht schlecht. Erstmal alles hier. So, das werde ich jetzt rausreißen. Und jetzt hat man hier nämlich schön viel Platz. Und dann könnten wir vielleicht. Die Lampen müssen wir wahrscheinlich auch rausmachen. Ja, wir haben ja die Treppen und natürlich die Wendeltreppen. Und die würde ich dann hier reinmachen. Ne? Dann würde es nach oben gehen. Wir können auch sowas nehmen. Hier so eine Leiter wäre auch ziemlich cool eigentlich. Aber ich finde, so eine Wendeltreppe, die passt genau in der Mitte rein. Perfekto. Ja. Müssen wir überlegen, entweder das wird dann so ein einfach so ein Zimmer, wo es rausgeht, also wird zu den Etagen kommen. Wie viel Platz brauchen wir? Ich mache mal erstmal hier so. Ja, die Überlegung ist dann hier oben. So, hier eine Tür. Und da eine Tür. So. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schiff. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber oh, guck mal. Oh. Auch nicht schlecht. Das sieht natürlich total scheiße aus. So. Irgendwie, ja, man versteht schon, worauf ich hinaus möchte.
Aber obwohl, wir können hier ein Zimmer machen. Wir könnten hier, ob das aber getragen wird, ist aber, komm, wir machen hier so ein Zimmer. Einmal Schlafzimmer. Und dann machen wir hier nochmal ein Schlafzimmer. So. Ich weiß, es ist sehr sporadisch, spontanisch. Wir haben ja auch erstmal nicht so viel Kohle. Einmal und zweimal. Können auch nochmal ein zweites Klo hier machen. Obwohl, warte mal. Warte mal, ja, so. Verstehst du? Und jetzt können wir hier tatsächlich können wir hier irgendwie noch ein Badezimmer machen oder so eine Abstellkammer. Da haben wir gleich drei Zimmer. Gut. Ich muss ja noch nicht was drauf, aber man sieht schon eigentlich, wo es hingehen soll. Machen wir gleich den hier. Zack. Okay. Ist halt ein bisschen, ne? Aber auf jeden Fall haben wir so ein bisschen ein paar Möglichkeiten. Also hier können wir denn zwei Schlafzimmer machen. Ich würde sagen, hier können wir Marlenes Zimmer machen oder hier, ne, dann hier können noch ein Zimmer rein vom Opa, das Labor oder von Saki. Von Saiki, so ihr Arbeitszimmer, dass sie ein eigenes Arbeitszimmer hat und nicht hier unten schreiben muss. Das wäre auch nicht schlecht. Das würde ich dann hier so, ne, dann können wir hier irgendwann einen Flügel vielleicht noch hinstellen und so ein bisschen ihr Zimmer machen. Und dann kommt, hier wird Marlenes Zimmer reinkommen oder hier, wegen der Schlagzeug. Da würde ich das eher so machen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich sehe seh jetzt hier schon, das wird. So. So, Freunde. Bingo. Ja. Das wäre, ich weiß noch nicht, ob wir haben 17.000 jetzt noch. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal das geschafft. Ich würde schon mal Fenster einsetzen und ein bisschen Farbe an die Wand. Hier würde ich einfach ein großes Fenster machen. So. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, aber ich versuche das jetzt irgendwie so ein bisschen. So, ja, alles ähnlich zu machen. Wise. Guck mal, nur noch zwei Stück. Zack. Jo. Alles ein bisschen ähnlich. Und wie machen wir das jetzt? Also Marlene hat ein Schlagzeug, das möchte ich in ihr Zimmer stellen. Darum würde ich eigentlich das als Marlenes Zimmer lassen. Aber es ist ja so klein hier, das Minizimmer. Wenn ich das irgendwie. Vielleicht. Komm, vielleicht geben wir noch ein bisschen. Mal hier noch ein bisschen mehr Raum. Ne, ist auch nicht schlecht. Herr Specht. So. Ja, jetzt haben wir. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Jetzt ist alles ein bisschen ausgeglichen. Da würde ich dann doch das als mein Zimmer beanspruchen. Mal ganz kurz gucken. Dann machen wir das Schlagzeug so hin. Kannst auch am Fenster gucken, dann machen wir das so. Und dann entsprechend das Bett. Hierhin.
Dann. Oder war so am Fenster. Kannst du leichter rocken. Das ist ja die Kommode auch von Marlene. Ne? Das geht so nicht, also machen wir so. Ja, da hat Marlene ein bisschen größeres Zimmer. Und da können wir auch ein paar Sachen hinhängen. Also haben wir hier das Foto natürlich von Luna. Und jetzt kann man da noch die Krone rauf machen. Ja! Dann hier so ein bisschen sowas hier. So ein bisschen zimmermäßig einrichten. Das hat sie mal im Inventar. Die Gitarre nicht vergessen. Yeah. So. Ich stelle mal den hier so ein bisschen hin. Das Säckchen dahin. Tapeten sind immer gut. Rot, nein. Grau, nein. Oh, wir machen noch sowas. Ist da ein Kinderzimmer? Da muss eigentlich irgendwie was Cooles rein. Warum finde ich das gar nicht so schlecht hier mit sowas? Oder mit den Mauern fand ich es gar nicht so schwierig. Oder sowas hier. Oder wir lassen das einfach so. Ja, da haben wir ein paar Sachen auf dem Dings. Machen wir das so? Ja. Da sieht noch besser aus. So, so, so. Jawohl, schön. Das sieht schön aus. Also, Sakis Zimmer, würde ich, glaube ich, hier sagen. Ne, oder? Kommt hier noch so ein Klavier rein, ein richtiger Flügel. Dann kann der Computer. Hier kommt ihr Bett rein. Genau, das wird, und dann, das wird das vom Ober. Also, jeder kriegt sein eigenes Zimmer. Das ist mein Ziel. Ja, wir machen da auch Holz wieder. Nicht Fliesen, sondern Holz. Ja. Das finde ich schlecht. So, machen wir sowas. Und die Wände, die bleiben entweder weiß oder grau, wie die Maus. Wir machen doch sowas. Jetzt gebe ich da ein bisschen. Oder doch weiß. Ach komm, wir machen einfach weiß. Weiß ist klassisch. So, da, ja, da haben wir das so, das weiß. Und dann geht's zack, da in die Räume. Da kann man schon mal die Lampen klar machen. So. Wir müssen da so machen. Wieso? Normalerweise. Oh. Stimmt ja, da ist ja kein. Oh. Da ist kein Dach. Das erklärt so einiges vom. Ja, das ist ja offen. Da kann es, da regnet es ja rein. Ei, 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 da raus. Ja, würde ich sagen. Ja, ach scheiße, das geht ja nicht. Warte, nein, nehmen wir zurück. Dann ziehe ich hier noch ein Dach. Perfekt. Aber kein Strohdach. Ja, dann machen wir das so, oder? Das geht das so? Oben drauf. Wie sieht das aus? Also. Halt geschlossen. Was haben wir hier? Ne, das will ich nicht. Da haben wir. Da geht es dann noch so nach oben. Ne, ich fand eigentlich den am besten hier. Oh, nicht schlecht. Ich glaube, so ein bisschen asiatischen Stil. Oh, nice. Das geht nicht so, aber das andere hat funktioniert. Ist es egal, die Zeit ist auch um. Ich werde mal gucken. Ich denke mal, ich werde mich letztendlich doch für dieses asiatische Dach entscheiden, weil das so ein bisschen das Ganze hervorheben würde. Ich glaube, das lassen wir so. Ich glaube, das nehmen wir. Wir nehmen einfach das hier. Und lassen das schön so. Ich einfach noch ein bisschen die Farbe. Das ist auch nicht schlecht. Okay, wir lassen das.